sicher war es eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, eine übel aussehende Angelegenheit, ein Zustand, den Sie nicht selbst so wirklich im Natürlichen mit menschlich machbaren Dingen verändern konnten, Paulus und Silas, die im Gefängnis saßen. Sicher machten Sie sich ein Bild über Ihre Situation. Ich mache das auch manchmal, ein Bild über meine Situation, wenn Bedrängnisse da sind oder wenn irgendwelche Umstände sich nicht gleich verändern lassen, dann mache ich mir ein Bild. Gehen wir zurück zu Paulus und Silas im Gefängnis. Es war nicht so, dass die Tür aufging und jemand kam rein und hat gesagt, ach, alles nur ein Irrtum, hier ist die offene Tür, ihr könnt wieder gehen. Es war nicht so, dass sofort ein Engel da war, der die Türen aufgerissen hätte und alles wäre sofort gelöst gewesen. Nein, so war es nicht. Mitten in diesen Bedrängnissen, in diesem ganzen Bild, da heißt es in der Bibel, in der Mitte der Nacht begannen Paulus und Silas, Gott zu loben und zu preisen. Mitten in diesen bedrängenden Umständen, die sie nicht verändern konnten selbst, begannen sie, den Herrn zu preisen, den Herrn zu loben, mitten in diesen Umständen in der Mitte der Nacht. Wenn du heute dich in der Mitte der Nacht befindest, in der Nacht deiner Umstände, wenn du dir das Bild über deine Situation gemacht hast, die so bedrängend und ausweglos aussieht, dann musst du genau dahin kommen, wie das Paulus und Silas gemacht haben. In der Mitte der Nacht stieg Lobpreis auf. Lobpreis erhebt den Herrn und schafft einen Blick auf ihn, weg von dem Bild, was man sich gemacht hat, zu dem hin, dass wir Jesus anschauen. Das ist das Zeugnis des ganzen Neuen Testamentes. Hinschauen auf Jesus, Jesus erheben über diesen Umständen. Paulus und Silas stimmten den Lobpreis an. Und Paulus schreibt später in seinen Briefen, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Dieser Vers hat mich sehr beeindruckt. Paulus hatte immer wieder solche Situationen erlebt, die ihn bedrängt haben. Aber immer wieder schaffte er diesen Blick zu Jesus und hat Jesus erhoben. Er hat immer wieder darauf vertraut, dass Gott eingreift und die Situation sich verändert. Und das wünsche ich dir heute auch, dass du dahin kommst, deinen Blick auf Jesus zu erheben und zu erwarten, dass er etwas Neues in deinem Leben tut. Wir wissen, Gott hat mehr für dich.